Einen wunderschönen guten Abend an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und wir haben Montag, den 7. September 18:28 Uhr, wenn ich diesen Clip hier anfange, und vor Ihnen liegt der Chart von Volkswagen. Das ist der 5-Jahres-Chart. Schon heftig, die Bewegung. Ne? Das ist schon ordentlich. Immer wieder starke Trends, also auch diese Bewegungen hier sind immer wieder stark. Dann noch heftigere Bewegungen und dann kam natürlich jetzt der Absturz wegen Corona. Ich drösel das Bild hier mal ein bisschen auf, denn heute ist etwas passiert, was ich Ihnen zumindest mitteilen möchte. Wir haben heute, und das sind nicht so viele Werte, die 200-Tage-Linie in VW überboten. Das allein finde ich mal grundsätzlich gut. Ich selbst handle nicht so sehr nach der 200-Tage-Linie, weil das reicht mir nicht. Ja, mein Handel ist nicht ausgelegt auf 200 oder mehr Tage. Ich möchte gern wissen, wo sie ist. Aber ich würde danach nicht handeln. Aber es ist was anderes, was mir hier auffällt. Dieses Dreifachtop hier, 1, 2, 3, da sind Sie dabei, das zu schlagen. Wir haben den höchsten Schlusskurs seit, muss man genau schauen, wann ist das hier, dem 5.3. diesen Jahres. Das ist für mich ein Signal. Bleiben wir mal beim Chart. Moment, ich mache mal das Fadenkreuz raus. Das MACD ist im Mittelfeld, sagen wir mal so. Aber diese Mittelfeldsignale sind oftmals gar nicht schlecht. Man muss nicht immer Signale hier unten haben. Was ist denn hier mit meiner Maus los? Man muss nicht immer die Signale hier unten haben. Die können auch aus dem Mittelfeld kommen, weil dann rechnet keiner mit ihm. Die wirken nicht so überzeugend, sind aber sehr gut. Der Oszillator gilt zwar als überkauft. Und da weiß genau, da kriege ich morgen schon Mails, ja, aber der ist doch viel zu hoch, der muss doch runter, muss er nicht. Er ist an der Überkaufgrenze und der kann da Wochen bleiben. Für mich, aufgrund der Erfahrung, die ich in den letzten 33 Jahren gemacht habe, ist ein Signal, was wir gerade eben hier haben, im Chart, wichtiger als ein mathematisch-technisches. Das hat immer eine Priorität. Wenn wir durch einen ganz starken Downtrend fallen nach unten, ist es völlig egal, ob der Wert bereits überverkauft ist oder nicht. Das Verkaufssignal im Chart setzt sich eher durch und ich glaube, dass Volkswagen hier ein Signal setzt. Wir können mal schauen, was passiert, wenn die das rausbrechen. Dann habe ich nämlich erst diesen Bereich hier um die 175 als Widerstand. Und das ist so gutes Potenzial. Also mir gefällt der Wert, hat heute sehr schön gehandelt, heute hier am Montag, hat wirklich schön gehandelt, war einer der Treiber im DAX, gefällt mir gut. Und ich habe Ihnen auch einen K.O.-Schein mitgebracht, und zwar diesen hier. Das ist eine 119,91er Basis, da sind wir nochmal hier drunter, wir sind unter dem letzten Verlaufstief. Das ist nur ein 5er Hebel, sehr unüblich für mich, aber wir stehen vor der amerikanischen Wahl. Ich rechne in den nächsten Wochen mit erhöhter Volatilität. Es ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, mal einen Schein zu nehmen, der mal deutlicher weit weg ist. Werde ich beim Put wahrscheinlich genauso machen. Also 119,91 Open-End-Schein mit der Kennnummer HW0K1B. HW0K1B. Gucken wir doch mal nach dem Put. Wir haben also hier von 150 zu 20, 30 Euro und die möchte ich eigentlich hier oben auch draufsetzen. Da sind wir so ganz grob bei 180. Letzterer, also sprich der Put, kommt allerdings wirklich bei mir erst in Frage, wenn das hier nicht greift und wir eine solche Kerze, die nennt man Shooting Star, bekommen, dann hole ich mir den Put. Vorher nicht, aber ich packe ihn auf die Watchlist. Das ist... wo war denn jetzt? Dieser hier, 179,08. Das ist ein 5,10er Hebel, also in etwa der gleiche Hebel wie der Call von eben. Das ist die Kennnummer HZ67VN. HZ67VN, da liegen wir hier oben. Ist noch nicht zur Aktion freigegeben. Warten Sie, bis Sie solche Kerzen hier sehen, weil die geben oftmals die besseren Signale. Für den Kauf können Sie natürlich auch warten, bis sowas mal wiederkommt. Die sind so selten, diese Hammer- und Shooting-Stars, dass sie absolutes, ich möchte nicht sagen Vertrauen genießen, nicht, aber Aufmerksamkeit. Da müssen Sie wirklich schauen, was bringt der Folgetag. Und das Ding gefällt mir hier, gefiel mir damals schon gar nicht, aber wir gehen drüber. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.